Meine Damen und Herren, wir haben heute in der Beratungssitzung das Bundeskanzleramt gebeten, uns einen Sachstand in Sachen Selektorenliste zu geben. Wir haben die unbefriedigende Antwort bekommen, dass es hier momentan nichts Neues gibt. Wir haben im Untersuchungsausschuss mit der Mehrheit das zur Gelegenheit genommen, einen Beschluss zu fassen und hier bis zur nächsten Woche, bis zum 18. Juni, das ist die nächste Sitzungswoche, eine Frist zu setzen. Das hat den Hintergrund, vor allen Dingen für meine Fraktion, dass wir es unerträglich finden, dass dieser Zustand mit diesen massiven Vorwürfen, die im Raum stehen, jetzt seit Monaten dahin wabert, ohne dass wir wirklich vorwärts kommen. Man muss sich noch mal klar machen, es steht hier der Vorwurf einer massiven Wirtschaftsspionage im Raum. Es steht der Vorwurf im Raum, dass über Jahre hinweg der Bundesnachrichtendienst aufgrund von Suchbegriffen, die die NSA geliefert hat, Vorschub geleistet hat, dass gegen deutsche Interessen verstoßen wurde. All diese Vorwürfe gehören so schnell wie möglich aufgeklärt. Entweder, wenn es möglich ist, müssen sie entkräftet werden, oder wenn sie sich bestätigen, dann müssen wir wissen, in welchem Ausmaß das Ganze stattgefunden hat. Und deswegen haben wir diese Frist bis nächste Sitzungswoche, 18.06. gesetzt, weil wir entschlossen sind, hier noch vor der Sommerpause spätestens die entscheidenden Schritte zu ergreifen, um in der Sache wirklich weiterzukommen, in der Aufklärungssache wirklich weiterzukommen. Es werden derzeit aufgrund der komplexen Ausgangssituation mehrere Vorschläge diskutiert. Die Ausgangssituation stellt sich eben so dar, dass wir zum einen ein Aufklärungsinteresse des Parlaments haben. Das ist nicht nur irgendein Interesse. Unser Untersuchungsausschuss ist von allen Parteien des Deutschen Bundestages einstimmig eingesetzt worden. Und das ist ein Gebot, das sich unmittelbar aus der deutschen Verfassung ergibt. Wir haben auf der anderen Seite, und das kann man aber auch nicht vom Tisch wischen, eine völkerrechtlich verbindende Geheimhaltungsvereinbarung mit den Amerikanern. Die bindet nicht nur die Bundesrepublik Deutschland, die bindet auch die Vereinigten Staaten sind daran genauso gebunden. Das ist eine wechselseitige Vereinbarung. Und man muss sich darüber im Klaren werden, dass solche Suchbegriffe, solche Selektoren in den Anwendungsbereich einer solchen Geheimhaltungsvereinbarung fallen. Das heißt, die Abwägung zwischen diesen beiden Dingen ist nicht sehr einfach, ist komplex. Und deswegen müssen wir ein geeignetes Verfahren finden, wie wir im Parlament uns die Informationen beschaffen, die wir für unsere politische Beurteilung brauchen. Meine Fraktion ist grundsätzlich offen, hier ein geeignetes Verfahren zu finden, weil uns an einer zügigen Aufklärung gelegen ist. Und wir können uns einen Ermittlungsbeauftragten vorstellen, wenn drei Bedingungen erfüllt sind. Erstens, das Parlament, sprich der Untersuchungsausschuss, benennt diesen Ermittlungsbeauftragten. Er bestimmt, wer eingesetzt wird. Das sind die Mitglieder des Untersuchungsausschusses, also die Parlamentarier, die das zu tun haben. Weiterhin müssen wir bestimmen, welche Fragen dieser Ermittlungsbeauftragte in seinem Auftrag nachzugehen hat. Das heißt, der Ermittlungsauftrag wird vom Parlament bestimmt. Und wenn das Ergebnis vorliegt, dieser Ermittlung, dann ist dieser Ermittlungsbeauftragte ausschließlich dem Parlament gegenüber rechenschaftsverpflichtet. Das heißt, er wird in einer Sitzung unseres Untersuchungsausschusses, so wie wir es in den letzten Monaten auch gemacht haben, entsprechend befragt werden, intensiv befragt werden. Notfalls muss er auch noch mal eine Nachschau halten, wenn wir den Eindruck haben, dass gewisse Dinge nicht aufgeklärt worden sind. Und ich betone ausdrücklich auch noch mal, sollte das Ergebnis dieses Verfahrens dann sein, dass wir Anlass haben, noch weiter nachzuforschen, dann behalten wir uns als Parlamentarier, das ist zumindest der Standpunkt der SPD-Fraktion, alle weiteren Schritte vor. Das ist jetzt erst einmal ein erster Schritt, aber ist damit nicht zwingend abgeschlossen. Das ist unsere Position und unser Ziel ist es, hier möglichst schnell weiterzukommen, weil alle anderen Varianten, es liegt, das muss man auch deutlich sagen, am Bundeskanzleramt. Der Ball liegt im Spielfeld des Bundeskanzleramtes, wenn wir diese Liste nicht bekommen. Irgendwelche gerichtlichen Klagen würden monatelang dauern, wenn nicht sogar jahrelang dauern. Und ich halte es für unerträglich, wenn ein solcher Zustand, so wie wir ihn jetzt haben, der Spekulationen in jede Richtung offen lässt, wenn der noch weiter fortdauern würde. Und insofern ist uns hier an einer ersten zügigen, praktikablen Lösung gelegen. Da stehen wir allen zielführenden Gesprächen zur Verfügung. Aber ich sage auch nochmal, wir haben bisher kein Angebot des Bundeskanzleramtes auf dem Tisch liegen. Es ist sozusagen jetzt der Ball im Spielfeld des Kanzleramtes und es muss das Kanzleramt jetzt endlich eine Entscheidung treffen. Und wir haben daher auch eine entsprechende Frist in diesem Ausschuss bis nächste Woche Donnerstag gesetzt. Was ist denn der Inhalt, Entschuldigung, der Frist?
Entschuldigung, jetzt habe ich leider gerade... Was muss bis zu dieser Frist vom Bundeskanzleramt? Wir erwarten, dass das Bundeskanzleramt jetzt eine Entscheidung trifft. Wir haben ja jetzt die ganze Zeit gehört, dass ein Konsultationsverfahren mit den Amerikanern durchgeführt worden ist. Wir hören, dass dieses Konsultationsverfahren anscheinend immer noch nicht abgeschlossen ist. Ich habe aber auch immer betont, dass am Ende eine eigene, originäre Entscheidung des Kanzleramtes der Bundesregierung stehen muss, wie sie sich das vorstellt, wie sie auf das Parlament zugeht. Und diese Entscheidung erwarte ich bis spätestens nächsten Donnerstag, sodass wir dann noch, je nachdem, wie das Angebot ist, und wir prüfen müssen natürlich, ob wir damit einverstanden sind, weil die Bedingungen, die ich gerade genannt habe, etwa erfüllt sind oder auch nicht erfüllt sind. Wenn sie erfüllt sind, dann müssen wir natürlich noch vor der Sommerpause die entsprechenden einleitenden Maßnahmen ergreifen. Und wer sich den Sitzungskalender anschaut, wir haben nur noch zwei weitere Sitzungswochen, deswegen Fristsetzung nächsten Donnerstag. Herr Fliesek, rechnen Sie denn damit, dass die SPD da hinter Ihnen steht oder befürchten Sie, dass es mit der Fristsetzung jetzt ähnlich läuft wie mit der Fristsetzung von Frau Fahimi, die ja schon zum Beginn dieser Sitzungswoche die Vorlage der Selektorenlisten gefordert hatte, wo dann aber ja, zurückgerudert wurde? Ich habe keinen Zweifel, dass hinter allem, was ich hier sage, die SPD hinter mir steht. Wenn das der Fall sein sollte, dann werden wir gemeinsam in diesem Ausschuss, auch die Koalitionsparteien vor allen Dingen, entsprechend uns beraten, welche Maßnahmen wir dann zu ergreifen haben. Diesen Beschluss, den ich Ihnen gerade gesagt habe, das wird Ihnen die Kollegin Waken gleich auch noch bestätigen, ist von den Koalitionsparteien so gefasst worden und beschlossen worden. Zur Klage der Opposition würden Sie dann... Was? Also Sie wären dann dafür, Sie würden mitklagen. Nochmal, ich bin jetzt nicht in einer Situation, wo ich mögliche Klagen kommentiere. Man muss sich bitte über eines immer im Klaren sein. Wenn eine Klage erhoben werden sollte, von wem auch immer, wird dies monatelang oder mindestens vielleicht sogar ein Jahr dauern, kann über ein Jahr dauern. Ich halte ein solches Verfahren angesichts der massiven Vorwürfe, die im Raum stehen, Wirtschaftsspionage ausspähen, Hilfestellung beim Ausspähen gegen deutsche Interessen für unerträglich, wenn diese Situation, diese Spekulation jetzt über einen längeren Zeitraum noch weiterhin unaufgeklärt bleiben. Und deswegen wird sich meine Fraktion daran beteiligen, dass wir hier in einem ersten Schritt einen Weg finden, wie wir möglichst schnell unserem Aufklärungsinteresse im Parlament entsprechen können. Nochmal kurz nachgefragt, welche Möglichkeiten hätte denn der Ausschuss, Druck zu machen auf die Bundesregierung, wenn diese oder kommende Fristen einfach so verstreichen, abgesehen von einer Klage? Der Ausschuss hat verschiedene Möglichkeiten, hier Druck zu machen. Das geht los beim Zitieren einschlägiger beispielsweise auch Spitzen der jeweiligen Häuser. Das können wir alles in Erwägung ziehen. Wir haben jetzt nicht diesen Fall. Wir werden das erörtern, falls das eintreten sollte. Ich gehe jedoch davon aus, dass die Bundesregierung bis zur nächsten Woche liefern wird, weil es auch im Interesse der Bundesregierung sein muss, dass dieser unerträgliche Zustand endlich beendet wird. Wir können nicht in die Sommerpause gehen, ohne hier eine Klärung zu haben. Das kann in keinem Interesse sein. Das kann nicht im Interesse der Bundesregierung sein. Das ist nicht im Interesse des Parlaments. Es ist auch nicht im Interesse des Bundesnachrichtendienstes, weil hier die Spekulation natürlich ist, dass der Bundesnachrichtendienst seit Jahren gegen deutsche Interessen arbeitet. Dieser Zustand muss beendet sein. Und es ist auch nicht im Interesse der transatlantischen Beziehungen. Und deswegen gehe ich davon aus, weil dieser Zustand jetzt so zugespitzt vor uns liegt, dass ein Vorschlag kommen wird. Und ich bin da sehr zuversichtlich und bin auch sehr froh, dass wir diese Fristsetzung heute gemeinsam in der Koalition so beschlossen haben. Nur einmal zum besseren Verständnis. Also ab wann wären Sie denn zufrieden? Also sind Sie schon zufrieden mit einer Absichtserklärung der Bundesregierung oder möchten Sie dann konkret etwas schwarz auf weiß? Ich habe gesagt, ich will keine Absichtserklärung, sondern ich will eine Entscheidung. Ich halte die Angelegenheit für entscheidungsreif, nach dem, was ich an Informationen habe und beurteilen kann. Und weil wir Entscheidungsreife haben, erwarte ich bis nächsten Donnerstag eine Entscheidung der Bundesregierung, wie sie sich ein Verfahren hier vorstellen kann. Diesen Vorschlag möchte ich haben, konkret, damit ich ihn prüfen kann. Ich habe Ihnen die Bedingungen meiner Fraktion genannt, unter denen wir uns das vorstellen können. Und wenn diese Bedingungen erfüllt sind, dann können wir sehr schnell die vorbereitenden, einleitenden Maßnahmen noch treffen, damit vor der Sommerpause eventuell auch ein solcher Beauftragter bereits ernannt werden kann, damit er seine Arbeit beginnen kann und wir dann die Sommerpause für die Ermittlungen nutzen können, sodass wir nach der Sommerpause die Informationen auf dem Tisch haben. Herzlichen Dank.